Wer kennt's nicht? Schon meine Eltern haben früher immer zu mir gesagt: Mein Sohn, spare jeden Tag ein bisschen Geld, damit du später auch noch was davon hast. So brav wie ich eben bin, habe ich also immer einen kleinen Teil meines Taschengeldes in meine Spardose geschmissen. Aber hat es euch nicht auch immer aufgeregt, dass ihr nicht mitgezählt und den Überblick schon längst verloren habt? Genau dafür habe ich Pengi gebaut. Pengi ist eine mitzählende Spardose, die dir immer einen Überblick über deine Finanzen gewährt. Realisiert habe ich dieses Spardosenprojekt im Rahmen des Informatiklabors. Pengi arbeitet mit einem ESP32 Controller, der auf einem Breadboard sitzt. Damit ich die Geldstücke metzen kann, habe ich als Gewichtssensor den TAL220 verwendet. Das Signal des TAL220 wird über einen NAU7802 von Sparkfun verstärkt und mit einer SCL- und SCA-Schnittstelle an das Board angeschlossen. Zur Ausgabe des Kontostandes habe ich einen 1,3 Zoll großen OLED-Display verwendet. Das Display läuft ebenfalls mit einer Spannung von 3,3 Volt und ist mit der SCL- und SDA-Schnittstelle an das Board gebunden. Zur Aktivierung der Messung habe ich ein Kabel an den Touch-Eingang des ESP32 angeschlossen, welcher durch Berührung des Kabels ein Signal lesen kann. Und so funktioniert meine mitzählende Spardose Pengi. Zum Zurücksetzen meines Kontostands drücke ich den Reset-Knopf auf dem ESP32-Controller. Das Display zeigt mir nun an, dass ich ein 1-Euro-Stück zum Tarieren der Wägezelle auflegen soll. Der Kontostand wird auf 0 gesetzt. Mit der Betätigung des Touch-Drahtes wird der Messvorgang gestartet und auf dem Display wird Messvorgang bereit ausgegeben. Nun kann der Einwurf beginnen. Nach dem Einwurf wird auf dem Display Messung aktiv angezeigt und der Kontostand ändert sich entsprechend dem Einwurf. Berührt man den Draht erneut, wird die Messung beendet und das Display zeigt nur noch den Kontostand an. Den Programmcode für meine Spardose habe ich in Arduino geschrieben. Nach dem Programmkopf habe ich die Bibliotheken, die ich für mein Programm benötigte, eingebunden. Die erste Bibliothek war die des 1,3 Zoll großen OLED-Displays. Danach habe ich die Bibliotheken für die Wägezelle eingebunden. Anschließend habe ich den Touchpin sowie die benötigten globalen Variablen initialisiert. Die erste Funktion Waagebeginn, die für die Tarierung der Wägezelle benötigt wird, bildet zuerst einen Mittelwert aus 30 Werten. Anschließend wird auf dem Display die Bitte zur Tarierung ausgegeben. Nach Auflage des Geldstückes wird wieder ein Mittelwert aus 30 Werten gebildet und das aktuelle Gewicht wird in den Variablen Messwert Beginn und Messwert 1 beginnen gespeichert. Funktion Waage ist eine einfache Mittelwertberechnung aus 30 eingelesenen Werten. Funktion Umwandlung ist für die Umrechnung der Ergebnisse in Gramm zuständig. Für die Genauigkeit der Messwerte verwende ich hier nochmals einen Mittelwert. Die Funktionen Touch, Touch 2 und Touch 3 sind zum einen für den Start des Programms, also für das Beginnen und Beenden des Messvorgangs zuständig. Funktion Messwert Old Proof vergleicht den alten und den neuen gemessenen Wert der Waage. Stimmt dieser überein, so wird Messwert Old auf True gesetzt und die Messung wird nicht mehr ausgewertet. Mit der Funktion Auswahl teile ich jedem Geldstück einen gewissen Wertebereich zu. Durch Messwert Old werden bereits gemessene Werte nicht nochmals verwendet. Und Funktion Auswahl enthält außerdem noch die Ausgabe des aktiven und bereiten Zustandes sowie den aktuellen Kontostand für das Display. Der erste Schritt in meiner Loop ist die Tarierung der Waage, welche ich mit Waagebeginn realisiere. Anschließend werden der Wert der Waage und der des 1-Euro-Stückes in Summe 2 weitergegeben. Der zweite Schritt ist nun den Touch-Eingang zu lesen. Bei Betätigung des Kabels werden nun nacheinander die Funktionen Waage, Umwandlung, Messwert Old Proof, Auswahl und Touch 2 ausgeführt. Falls es nicht bestätigt wird, so wird der Kontostand ausgegeben und der Touch-Eingang gelesen. Und das war Pengi,
mein Projekt im Informatik 1 Labor. Vielen Dank fürs Zuschauen.